Wenn man die Statistiken anschaut von der Unfälle, Knöchel, Knieverletzung zählt also zu den häufigsten Verletzungen in der Berg. Zum Beispiel, wenn ich da abrutsche und hängen bleibe, man kann halt den Knöchel wirklich schnell umknicken. Also als Anfänger absolut kein Thema, mit Turnschuhen in den Berg zu gehen. Das ist, sollte man nicht machen. Mein Name ist Herbert Sandheimer. Ich bin seit über 25 Jahren bei der Firma Sport Kiesel und bin verantwortlich für Hardware, Einkauf sowie Verkauf und mache die Vereinsarbeit von uns. Also die richtige Schuhauswahl in der Berg ist ganz entscheidend, weil die Trittsicherheit oft bei Anfängern nicht so gewährleistet ist und der Schuh eigentlich den Fuß bzw. den ganzen Muskelapparat unterstützen soll. In erster Linie geht man davon aus, dass der Schuh Minimum knöchelhoch ist, einigermaßen torsionsstabil, gute Dämpfung, natürlich auch die rutschfeste Sohle ist von entscheidender Wichtigkeit und das sind dann auch Unterschied zu einem typischen Halbschuh oder gar Sneaker oder Turnschuh, wo viele meinen, sie können damit laufen, ist doch dann relativ gefährlich, weil man kann halt schnell umknicken. Die Gefahr ist ja groß, dass man abrutscht, die Knie eventuell mit Leidenschaft zieht, sich anschlägt mit den Knöcheln. Und darum ist das ein ganz entscheidender Punkt, dass man einen hohen Schuh einfach A hat. Oder Minimum, sogenannte Mietschuh, wo der Knöchel wenigstens mit verpackt ist. Das muss kein schwerer Schuh sein mit der steifen Sohle, aber zumindest der Knöchel sollte mit verpackt sein. Es gibt im Gesamtkonzept vier Kategorien an Schuhen. Also das ist jetzt sicher kein Schuh für einen Anfänger. Das ist die D-Kategorie, das nennt sich steigeisenfest. Das wäre jetzt ein Schuh für alpine Touren, Mehrtagestouren, wirklich für Schnee und Eis, wo man auch Steigeisen draufzieht. Für unsere Region kommt es fast nicht in Frage. Brauchen wir ganz selten. Wir haben C oder BC bedingt steigeisenfest. Das wären Modelle, wenn jemand Mehrtagestouren, Wochenendtouren macht. Sowas wird mit einem schweren Gepäck empfohlen. Bedingt steigeisen heißt, man könnte theoretisch Steigeisen draufziehen für Schneefelder oder leicht Steigeisen draufziehen. Da gibt es viel Sicherheit. Wäre torsionsstabil, da habe ich auch in Fels und Geröll keine Probleme, weil mir nichts in die Sohle reindrückt, also kein Stein, ich spüre da nichts. Das ist relativ ein sicheres Laufen. Dann ist der klassische Schuh bei uns, wäre dann die B-Sohle, AB-Sohle. Man redet da von einem Schuh, der sehr viel Komfort bietet beim Laufen, der rollt leicht ab, der hat eine gute Dämpfung, aber genügend Torsionssteife, dass man auch im Geröll, im alpinen Gelände gut klarkommt. Und das wäre jetzt was, wo eigentlich so für unsere typischen Bergtouren, Wanderungen, auch ein Halbtages- oder Tagestouren zum Einsatz kommt. Und würde da auch sehr, da ist der Knöchel halt auch mit drinnen. Und das wäre jetzt was von mir empfehlet richtig für Bergtouren und Wanderungen, Tageswanderungen. Und da gibt es aber noch die sogenannte Zustiegskategorie. Das sind stabile Wanderhalbschuhe. Zustiegsschuh heißt, man kann den Schuh hernehmen, das ist eigentlich für die Kletterer, wo an die Wände laufen und einen stabilen Schuh erstmal brauchen, bis sie am festen Fels sind. Das wäre jetzt einer, wo man auch im unteren Niveau die ganzen Wanderungen abdecken kann. Man muss natürlich wissen, dass der Knöchel draußen ist, also der ist im Freien, man muss da auch entsprechend konzentriert und sicher laufen. Aber man hat absolut eine rutschfeste Sohle, gute Dämpfung, torsionsstabil und auch ein festeres Obergewebe und das schützt den Fuß auch ein bisschen vor mechanischer Einwirkung. Und da gäbe es dann aber noch einen Unterschied. Trailrunning ist ja auch in aller Munde und da ist aber so, im Prinzip kann dieser Schuh in der Kategorie, der ist natürlich extrem leicht, hat auch griffige Sohlen, aber wenn man so einen Schuh mal in die Hand nimmt, dann merkt man gleich mal, oben ist nicht viel da. Also der ist wirklich wie ein Laufschuh aufgebaut und auch die Torsionsstabilität im Schuh ist deutlich geringer und die Gefahr vom Umknick ist mit so einem Schuh natürlich deutlich höher. Und man muss konzentrierter unterwegs sein. Für trainierte Leute kein Thema, die können einiges damit machen. Am Anfänger würde ich es jetzt nicht wirklich empfehlen für klassische Wanderungen mit Rucksack. Jo, und da möchte ich noch was zum Fall Turnschuhe sagen. Es wird oft unterschätzt, weil man bei uns mit der Bahn ins alpine Gelände fahren kann. Das heißt, man fährt im Dorf los mit der Bergbahn und steigt dann halt oben in 2000 Meter aus. Das ist dann wirklich alpines Gelände. Viele meinen, ja, das geht schon, da kann ich mich dann mit einem Turnschuh, das wird schon so weit funktionieren. Das funktioniert um die Bahn rum, da sind die Wege wirklich gut. Sobald ich halt weiter mich weg entfernt von der
Bahn ist es alpines Gelände. Da werden auch mit Schilder gewarnt. Und es ist höllisch gefährlich, mit so einem Schuh da zum Laufen, weil da ist wirklich ein Unfall ja fast schon vorprogrammiert, wenn es nass ist, weil das ist derartig rutschig und der Fuß hat null Schutz und Halt. Also, das ist richtig gefährlich, sowas.